Ich bin ja aufgewachsen auf einem Bauernhof. Und was dort passiert ist, das erzähle ich euch jetzt. Das glaubt ja keiner. Bei mir da oben, wir waren auf einem Bauernhof und mein Vater, das heißt, der Großvater hat müssen arbeiten gehen im Bergbau. Im Bergbau, Volzberg ist ja einer der größten Braunkohlelieferanten gewesen für ganz Österreich nach dem Krieg. Und in diesem Sinne war mein Vater Sprengmeister und ich habe als Bub daheim, ihr kennt sie heute, die, wie heißt das, diese Scheißeiseln, die draußen in den Misthaufen waren. Ja, wo man die Zeitung geschüttelt hat und dann hast du den Abdruck hinten umgehabt, gell? Und die haben wir müssen alle Ostern müssen mit einem Schöpfeimer ausschöpfen und auf die Wiesen aufbringen, sie auch ein Fastel. Und der Kumpel von mir hat mir immer geholfen mit dem Schöpfeimer. Und jeder Ostern hat der Vater gesagt, du, Scheißeisen ausräumen, geh raus. Wir mit dem Schöpfeimer wieder raus, den ganzen Dreck raus auf die Wiesen. Und dann ist mir die glorreiche Idee gekommen, mein Vater Sprengmeister in Flade, meine Donneritpatrone und der Pfitschen, das vorne reingibt zum Sprengen. Und heuer habe ich gesagt, da wir nichts mehr schimpfen, sondern wir sprengen den Scheißhaufen einfach raus. Nichts getan, ich die Dynamitpatrone reingesteckt mit den Stecken, 3 Meter habe ich Zündschnur außer gekriegt. Da sind wir hinten auf, da war so ein kleiner Hang, da sind wir in Deckung gegangen hinten. Und ich habe zu meinem Kumpel gesagt, Alter, jetzt macht's einen Kescher und wir sind mit der Arbeit fertig für heuer. Und der Dreck liegt das selber herum, das passt schon. Ich zünd die Pfitschen an, ab mit der Zündschnur. Brennt oben so ein Meter, Schabe brennt. Auf einmal kommt meine Großmutter raus. Die Mantelschürzen da oben bei den Oberschenkeln, die Hutschlapfen an, die Scheißeisel rollen unter den Arm und geht um mit zum Eisel. Ich sehe das. Kann man einmal löschen, die Lunden brennt schon. Ich auf, sag ich, Großmutter, weg, wir sprengen den Scheißdreck, du bist hier. Mei, hat sie gesagt, ihr Lausbum, da hat sie auch nichts unrecht, sonst kriegt's mit der Knisch vom Vater. Hab ich gesagt, Großmutter, da geht's, wir sprengen, das brennt schon, wie du bist hier, wenn's scheißen gehst. Die Großmutter, derisch, wie sie war, eine tut, auf einmal, sie war keine Minuten drin. Boom. Die Großmutter 25 Meter gerade auf mit dem Scheißeisel. Dann aber dreimal aufpimpelt, in den Garten reingeflogen zwischen die Scheißplutschen. Die 4 sind hey, die Unterhosen unten bei den Knöcheln, die Dutteln rausgehängt, die Brüllen oben am Hals, sagt sie, leck mich am Arsch. Wenn mit der Scheiß in der Kuchel ausgekommen war, war das ganze Geschirr hier gewesen. So ja. In diesem Sinne, so hat sich zugetragen vor 40, 50 Jahren auf den Bauernhöfen. Nicht überall, aber viel.